infinite power. Yo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Penumbra Necrologue. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und haben den Generator repariert. Und ja, jetzt wollen wir mal sehen, ob das hier auch klappt. Ich habe den Generator doch voll repariert. Hätte ich jetzt zumindest gedacht. Naja, gut. Dann müssen wir scheinbar noch etwas machen. Scheinbar. Ich weiß aber noch nicht was. Muss ich hier noch irgendwas machen? Nee. Hier war jetzt nichts Wichtiges. Einfach nur der Ausgang. Also ich dachte eigentlich, dass wir es schon geschafft hätten, den Generator anzuschließen. Vielleicht müssen wir hier noch irgendwas machen. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Nein, ich muss doch nur die Mücke. Ich will nicht den Mücke sehen, okay? Hallo, du. Oh mein Gott. Ich bin schon fast runtergeflogen wieder. Das war ja wieder... Nee, das schließt wieder nur die Luke. Das will ich jetzt auch nicht machen. Ich hab doch jetzt eigentlich alles geschafft. Hätte ich jetzt mal gedacht, ne? Aha! Moment. Okay, hier hatten wir letzte Folge noch einen Schalter übersehen. Jetzt sollte der ganze Scheiß eigentlich laufen. Hier ist Licht. Das war vorhin, glaube ich, noch nicht da. Ich weiß es nicht. Ich weiß es gar nicht mehr, Leute. Naja. Aussieht, hatten wir da noch was übersehen. Und jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Aha. Gott. Was? Oh nein. Notes. Hier. Ist denn die Ordnung der Aktivierung des Systems? Ist das des Modells? Moment, warte. Hä? Ha! Geschafft! Easy! Der Scheiß läuft, Freunde! Ups! Ja! Freunde, endlich, 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 endlich so. Ich speichere nochmal. Moment, ich muss mal mein Mikro hier ein bisschen weiter entfernen, beziehungsweise
Und dann können wir raus hier, glaube ich sogar. Ja, wir können hier raus. Hier gab es nichts mehr. So. Ja, und jetzt soll der Strom eigentlich wieder funktionieren, ne? Das bedeutet, wir können jetzt auch an mehrere Türen rein und so. Und auch in diese eine Tür, Freunde. Diese eine Tür, wo wir Strom gebraucht hatten, um da reinzukommen. Diese Schiebetür da. Aufmerksamkeit an das Personal. Energieversorgung des Forschungsgebäudes wurde wiederhergestellt. Sollten Ihnen irgendwelche Fehler auffallen, bitte informieren Sie unsere Techniker mit dem Statuscode C. Jo. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bla bla bla. Denkst du, wir haben nicht begriffen, dass es jetzt funktioniert? Muss ich Clarence leider ein bisschen recht geben, das hat jetzt irgendwie schon... Ja, hat er ein bisschen recht, aber trotzdem ist er irgendwie... immer so drauf. Zugriffskarte. Habe ich nicht. Meine Batterie ist schon wieder fast leer. Ah, so. Diesmal drücke ich nicht viermal drauf. Wo müssen wir jetzt hin? La 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 la. Wo geht's denn hier rein? Wo geht's da rein? Ach so, das sind nur diese Zellen. Das heißt Zellenräume halt. Okay. Ja, wo müssen wir jetzt hin eigentlich? Zu dieser Tür. Wo müssen wir denn hin, bitte? Wir müssen doch zu dieser Schiebetür. So war das doch. Archive. Waren wir da schon drin? Ich glaube nicht, oder? Schauen wir einfach mal, falls ich da noch nicht drin war. Habe ich keinen Plan. Na, keine Ahnung. Oh, Alter. Komm schon, Alter, meine Zeit läuft. Hallo. Ich habe nicht... Ah, ja. Okay, gut, wir sind hier schon richtig. Stimmt, hier war jetzt auch diese Schiebetür, ne? Ja. Hier sind wir richtig. Okay, und weiter geht der Scheiß. Auf geht's in neue Gebiete. Nix. Naja, hier haben wir nur Stromkasten. Aha, ein Mülleimer, da war sonst immer was drin. Hier haben wir... Hier ist ausnahmsweise mal nichts drin. Hier kann ich Getränke bekommen. Ich würde gern... Da. Okay, hier kann ich rein. Warte, ich gehe danach rein. Ich schaue es mir noch. Okay, hier gibt es aber eiskalt zwei Eingänge. Mein Gott, hier gibt es so viele neue Räume. Was sind wir da? Da können wir auch rein. Okay, gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal da oben. Können wir da schon rein? In Server Room? Ne. Na, war ja klar, dass wir da nicht rein können. Würde ich sagen, untersuchen wir erstmal hier die ganze Scheiße. Hier ist aber so ein Tisch. Gut zum Verstecken, eigentlich. Ja, cool. Versteckungsräume und so, wo man sich verstecken kann, gefallen mir eigentlich nicht. Das hat eigentlich nichts Gutes zu bedeuten. Das bedeutet nämlich, es wird wieder ein Infizierter oder sonst noch eine Scheiß kommen. Batterien, dankeschön. Die kann ich gut gebrauchen, denn meine Batteries gehen schnell runter. Gar nicht kriechen. Ich kann auch so. Ja, es funktioniert nicht. Okay. Der Lichtschalter geht auch nicht.
den die nicht ausgehen. Danke. Okay, was haben wir da? Das ist irgendein Lüftungsschacht, wo ich nicht rein kann. Oh. Es ist etwas, um mit den Berichten über das Kompilieren und die Speicherung von Informationen zu verwalten. Okay. Ja. Also hier drin gab es jetzt rein gar nichts. Ja gut, dann wenn wir hier alles durchsucht haben. Ach warte mal, wir haben noch gar nicht gespeichert. Speichern wir erstmal. So, gespeichert. Ja, und dann können wir hier endlich noch in diesen einen Raum. Oh. Ja. Hallo. Was? Ach, der sieht doch hart aus. Vielleicht kann er uns ja helfen. Oh, shit. Was zum Teufel? Ey. Naja, der sieht ja gesund aus hier. Scheiße, ich bekomme die Axt nicht raus. Aha. Schachtwerkzeug. Na, das ist ja mal super. Greifst du mich an? Hey, Bro. Greifst du mich an? Warte mal, ich werfe mal irgendwas auf den... Kann ich hier irgendwas auf den werfen? Hier sowas zum Beispiel. Bing. Ja, sehr schön. Warte mal, jetzt kann ich doch hier... Nice. Geräusch. Warte mal, hier. Da. Das war's, du Arschloch. Naja, war doch immer. Befriedige dich damit. So. Oh, scheiße. Jetzt ist er möglicherweise entkommen und ich kann nichts machen. Ich werde möglicherweise sterben. Huch, da bin ich aus Versehen ans Mikro hingekommen. So. Hör das auf. Oh Gott. Hier ist die scheiß Tür. Mein Name ist Alfred Richardson. Ich führe eine Reihe von Experimenten, die mit dem Artefakt verbunden sind, durch. Das Artefakt, das durch die Entdeckungsreise gefunden wurde. Das ist der dritte Rekord. Es ist bereits Abend und noch immer muss ich meine Gedanken sammeln. Ich verstehe, dass ich das Experiment stoppen sollte. Aber ich habe noch nicht versucht, das Artefakt zu öffnen. So, lasst uns anfangen. Ich verwende einfach mal einen
Schraubenzieher. Am besten, um die Klappe zu entfernen. So, lasst es uns versuchen. Oh, verdammt. Ich habe es fallen gelassen. Verdammt. Es sieht aber unbeschädigt aus. So. Das bestätigt nur, dass einfache physische Einflussgewohnheiten es nicht öffnet. Ah, genug für heute. Ich bin müde. Ich sollte an wirksamere Weisen denken, es vor der Schlafenszeit zu öffnen. Wollte also sein, dass diese Artefakte öffnen. Wahrscheinlich eine dieser Safe Points. Boah. Oder eines davon. Und da hat hier die Tür eingetreten. Ich hoffe, dass er nicht immer noch da ist. Ich habe eine Schlüsselkarte. Sicherheitsraum. Vor allen Dingen alles klein geschrieben, auf der Karte steht Sicherheitsraum. Alter, da war auf einmal ganz plötzlich hinter mir. Leck mich am Arsch. Entschuldigung für die Wörter hier gerade, aber... ey, dieses Spiel hier. So, hier kommen jetzt die Schlüsselkarte. Und rein da. So. Okay, weiter geht's. Oh, Kameras. Yay. Monitore von Kontrollenkameras. Hier, da waren wir. Und da drin steht der Typ vom ersten Teil, vom Ende, also diese schwarze Gestalt, wow. Na gut, egal. Schauen wir uns erstmal hier um. Okay, Fackel. Eine Flasche, die ich kaputt machen kann. Da liegt noch eine Notiz. Schau ich mir gleich an. Okay, können wir wieder rumfunken. Was haben wir da? Ein toter Mann. In dem Experimentenraum oder was auch immer das für ein Labor oder so. Das können wir das selber lesen. Eins. Zwei. Ja, wie gesagt, ich lese mir das alles immer nach der Folge durch. Hier haben wir ein Funkgerät. Ein PC. Ah, sehr schön. Amabel. Schön, dich wiederzusehen. Das ist gut. Das Glück, dass du es geschafft hast, hierher zu kommen. Ich sehe dich nicht. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich denke, ich starte mit der guten. Ich habe es geschafft, die Rettungstruppe über uns zu informieren. Ah, sehr schön. Und jetzt die schlechte. Ja? Du bist leider nicht am besten Ort. Der Ort, wo du dich gerade aufhältst, ist zum Teil eingestürzt. Also kannst du nur durch den Hintereingang raus, der zur Mine führt. Oh, Mine, bitte nicht. Ich weiß nicht, was da unten vor sich geht. Aber vor der Infektion hielten sich dort sehr viele Arbeiter und Verletzte auf. Ich hoffe wirklich, dass du von dort heil zurückkommst. In diesem Raum sollte ein Kommradio sein. Nimm es in Warte auf ein Zeichen von der Rettungstruppe. Mach ich. Okay, ja. Philipp, hör mir zu. Es muss einen anderen Weg geben.
Du hast selbst gehört, was sie über diesen Ort gesagt haben. Mhm. Wirst du jetzt einfach deinen alten Kumpel Clarence vergessen? Habe ich es nicht verdient, dass du mir mal zuhörst? Naja, was, nachdem du mir was alles angetan hast, ne? Komm, Radio. Okidoki. Ich... Was? Also, es ist ein Funkgerät. Ich glaube, so eins habe ich vorher schon mal gesehen. Ja, in der Schule zum Beispiel. Oder im ersten Teil von dem. Gut, gehen wir raus hier. Und ja, der Timer hat vorhin eben geschlagen, während Clarence sein Gespräch gehalten hat. Ich hoffe, dass er jetzt speichert, wenn wir hier rausgehen. Ja. Sehr schön. Oh. Hallo? Kannst du mich hören? Du musst Philipp sein. Ich bin Jayla Kwon, einer von der Rettungstruppe. Ja. Amabel hat mir von dir erzählt. Wie du wahrscheinlich schon weißt, kommst du hier nur durch den Hinterausgang raus. Ich öffne die Tür für dich. Jo, vielen Dank, aber diese Hintereingangstür werden wir im nächsten Part betreten von Penumbra Nekrolog. Und ja, bis dahin, ciao.